Natasha Kony, die Sprinterin von der Elfenbeinküste für den LC Zürich. Sie wohnt in Zürich. Persönliche Bestleistung 11,84. Dann auf Bahn 2 Samantha Dagri. Wenn sie dann startet nach ihrem 200-Meter-Lauf, aber Finet Giappong aus Großbritannien auf Bahn 3, dann die angesprochene Britin Imani Lara Lanziquot, 11,17 ist sie gelaufen, da die großgewachsene Deutsche Alexandra Burkhardt mit einem guten 200-Meter-Rennen schon hier in Bern präsentiert. Jetzt noch einmal über die 100 Meter am Start. Gurali Ambrosini aus Fribourg, SA Fribourg, oder SA Bull, Entschuldigung, SA Bull, 11,78. Und von BTV Chur Leichtathletik Judith Goll auf der Bahn 7. ...11,82, das ist sie gelaufen in Genf am 9. Juni, die Judith Goll, 11,66, letztes Jahr in Jona, das ist ihre persönliche Bestleistung, dort will sie sicher wieder hin. Also. Samantha Dagri nicht am Start, sie verzichtet nach dem 200-Meter-Lauf, Kony, Achiapong, Lanziquot, Burkhardt, Ambrosini, Goll. Kony, Goll, immer mit einem fulminanten Start kann sie das durchziehen. Nun Achiapong auf der Bahn 4, sie gewinnt das Rennen souverän vor Burkhardt. Und Lanziquot hat das Rennen gewonnen.